Schönen guten Morgen. So, der Samstag hat ganz chillig begonnen mit einem Livestream beim Karpe. Und jetzt nach dem Livestream habe ich mehr als genug Koffein im Blut. Und ich mache mich heute nach Obertaufkirchen auf. Da gibt es einen Honda-Händler. Und zwar habe ich im Internet gesehen, es gibt eine total interessante Maschine, die bisher noch nie auf meinem Radar war. Und zwar ist das die Honda NC750X DCT. Wobei das DCT nur die Abkürzung für ein Doppelkupplunggetriebe ist. Was nichts anderes bedeutet als im Klartext, die Maschine hat ein Automatikgetriebe. Also Semi-Automatik zumindest. Und ist insgesamt ein Adventure-Bike. Also es sieht so ein bisschen aus wie die Pegaso von der Art her. Und ich würde die einfach ganz gern mal Probe sitzen, Probe fahren, vielleicht einen Termin mal ausmachen für die Probefahrt. Aber in erster Linie möchte ich die mal sehen, weil sie auf den Fotos und Videos immer recht klein wirkt. Aber vielleicht wäre das eine Option für so in ein, zwei Jahren als Ersatz für die Pegaso. Ich meine, die Pegaso ist ja auch relativ alt. Bis jetzt dachte ich immer, irgendwann werde ich sie durch eine Transalp oder eine Africa Twin ersetzen und dann allerhöchstens die Pegaso noch behalten als Wintermotorrad. Aber diese NC750 wäre tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ersatz. Liegt eben auch so im Bereich 55 PS. Das ist für mich absolut genug. Mehr will und brauche ich eigentlich nicht. Mit 68 Newtonmeter ist ja angeblich auch untenrum kräftig genug, dass man einigermaßen schönen Abzug hat aus tieferen Umdrehungen. Ja, wie gesagt, einfach mal anschauen. Anschauen kostet nichts. Das Wetter täuscht heute ganz schön. Sieht sonnig aus, aber der Wind geht ganz schön und er ist eiskalt. Wenn ich dem Handy trauen darf, der Handy-Wetter-App, der traue ich in aller Regel ja eher nicht. Die sagt sehr viel Blödsinn. Aber die sagt, es hat nur 6 Grad. Aber ganz ehrlich, der Wind fühlt sich auch ungefähr so an. We can run the world. Beim Abfahren von der Isentalstraße nach Obertaufkirchen ist der ursprüngliche Weg, den es gab, war einfach Isentalstraße fahren und dann links ab nach Obertaufkirchen. Jetzt fahren wir links ab in einen Kreisverkehr mit momentan nur einer Ausfahrt nach Obertaufkirchen. Jetzt fahren wir wieder fast bis runter an die Isentalstraße und nach einer schönen Linksbeuge geht es dann erst wieder rauf in Richtung Obertaufkirchen. Da fragt man sich manchmal schon, wer das so geplant hat und vor allem warum, weil ja ganz zum Spaß wird derjenige das ja auch nicht so gemacht haben. So, hier ist wieder die Originalstraße von früher. So, ich muss gestehen, ich weiß auswendig gar nicht mehr genau, wo der Ademeyer eigentlich war. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war es hier auf dem Weg in Richtung Oberurnau. Nach so einer kleinen Senke runter auf der rechten Seite. Schauen wir mal, ob ich recht behalte. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Mal gucken. Ja, doch, glaub, kommt bekannt vor. Da müsste es dann auf der rechten Seite sein. Ah, wunderbar, ich sehe schon das Schild.
Jetzt bin ich ja gespannt, ob es da die NC zu sehen gibt. So, da wird schon niemand was dagegen haben, wenn ich mich hier so hinstelle. Hoffe ich. Einmal Hauptständer. Da steht die Kiste. Ja, wenn man da stehen bleiben sollte, müsste, wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist, bei einem Kind, ja, brauchst du eher Leihwagenschuhe oder eine Oberschalten, wo man eine Kuppel und Ding, wo du einfach laufen gibst, mit der Gas und zieht dich wieder hoch und geht wieder weg. Siehst du das? Geht der Schalter dann automatisch runter auf den ersten Gang. Siehst du das? Der erste Gang drin. Du kannst weiterlaufen lassen und wenn du jetzt da an der Ampel bist oder schon mal zu ist oder was, dann lass ihn einfach laufen oder gibst gleich nachher noch wieder fast wieder weg. Ja. Oder du kannst noch einen Lager rein tun und lauf den Wehrlauf weiter. Dann kannst du ihn auch abfallen oder was du machen willst. Ich will langsam, ja? Ja, ja. Rad mir auf dich. Fahr kostet, weil wenn du da weggekommen bist. Das Einzige, was ich ungewohnt ist, sind eingelaufen. Weil wir jetzt leer die lang da. Okay. Nein, nein. Ja, kalt ist es auch. Ja, aber von der Größe her gegangen, gell? Weil ich ein bisschen Angst gehabt habe, weil alle gesagt haben, es war so ab 1,60, 1,65 war die passend. Weil ich bin jetzt gerade angenehm mit der vollen Fußfläche drauf, gell? Ich wollte gerade schalten. Also nur Gas geben. Okay. Sehr angenehm. I'm gonna raise the flag, fire a fire, send out a flare to find, give me a reason. I'm gonna send a sign, calling you over, calling you to. Sehr, sehr, sehr leicht zum Bewegen. If you believe in love, give me a feeling. If you believe in me, hold me and let me in. If you are ready, I'm gonna reach you. I got a feeling, you're gonna reach me too. Ja, eine sehr interessante Geschichte. So, hier wieder zurück in den Leerlauf, nach links eben in Dauerbetrieb und dann drei Sportmodis. Und von Hand könnte man hier korrigieren, vorne hochschalten, hinten runterschalten. Okay, interessant. Du hast halt auch so, jetzt, wenn der Motor läuft, dann tust du einen Gang rein oder einen Seitenständer auszuhalten, einen Gang drin, dann stirbt er automatisch ab. Okay. Ja. Hauptstände ist Zubehör, oder? Ja, jetzt wieder erwarten, sogar schnell eine kleine Probefahrt machen dürfen mit. Aber es ist schon wesentlich ruhiger als mein alter Einzylinder, weil ich glaube, es liegt weniger am Alter als mehr an der Anzahl der Zylinder. Das Tolle an diesen Einzylindermaschinen ist, dass sie halt auch im sehr niedrigen Drehzahlbereich so einen richtig schönen Dampf raus haben. Aber sie sind halt nicht laufruhig. Also das, was ihr so poltern hört, wenn ich am Gashebel ziehe, das ist auch das, was ich am Hintern spüre. Jetzt aber die Einkaufskolonne. So, Joker mal ausmachen.
Also wie gesagt, es war ein sehr angenehmes Fahren. Was mir viel wichtiger war, ich wollte wissen, wie das drauf sitzen ist, weil was manche immer vergessen, es wird zwar immer die Sitzhöhe angegeben bei solchen Motorrädern, in dem Fall sind es 83 cm, aber was viele vergessen ist, das ist nicht wirklich aussagekräftig darüber, ob man mit den Füßen runterkommt oder nicht oder ob sie zu klein ist. Wirklich entscheidend ist nämlich das Beinbogenmaß. Also wenn er drauf sitzt, die Sitzfläche, wenn die recht breit ist, dann sind die Oberschenkel stark nach oben angehoben. Und dann kommt er trotzdem nicht mit den Füßen auf den Boden. Auch wenn das Motorrad vielleicht ein bisschen niedrig ist als so manch anderes. Sowas will also immer ganz gerne mal ausprobiert werden. Und da ist die NC57X relativ schmal gebaut vom Sitz her. Das heißt, obwohl sie einigermaßen hoch ist, also im Vergleich mit anderen Motorrädern in der Kombiklasse, komme ich trotzdem mit beiden Fußflächen geschlossen am Boden auf. Aber auch nicht so, dass ich sage, ich hätte dann Luft mit den Oberschenkeln zum Sitz. Also die Sitzhöhe ist ziemlich optimal für meine Körpergröße jetzt so ungefähr, weiß gar nicht genau, 1,83, 1,84 bin ich. Pass steht drin 1,86, aber dazu hat es eigentlich nicht wirklich gereicht. Zumindest beim letzten Mal messen war es ein bisschen weniger. Weiß der Geier, wo die da damals hingekommen haben. So, jetzt ab nach Hause.